Hallo und herzlich willkommen zu Gamers Check LP und Gamers Check Tested. Und zwar sind heute zwei Kollegen von Gamers Check, die zwei Kollegen von Gamers Check dabei. Und zwar ist das der Odin. Hi, wunderschön. Und Crazy Freak. Ja, ich bin auch wieder da. Und ich von Gamers Check, der Onkel. Und wir du testen. Gamers Check LP. Von Gamers Check LP. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte nur festhalten. Ja, und wir testen heute mal alle zusammen Blended Side 2. Das ist ein ziemlich neues Spiel, was von Sony rauskam. Auf Steam erhältlich ist. Und ja, wir hatten ja schon mal in einem Podcast gesagt, dass wir das auf jeden Fall zusammen testen. Und nun ist es soweit. In der Release-Liste vom vorigen Monat. Von November. Ach, kann sein, dass wir es da schon gesagt haben. Okay. Ja. Also, wird hier reingeworfen. Erstmal, was ich schon mal riesig. Kritikpunkt ist diese Lautstärke von diesem Spiel. Und man kann sie ja bei Einstellungen nicht runterschrauben. Man muss erst auf den Server gehen und. Naja, okay. Uah, Wahnsinn. So, also man kann erstmal am Anfang drei Imperien wählen. Einmal dieses, dieses und dieses. Der Odin möchte gern die roten unten haben. Dann ich nehmen will wir mal rot, die sehen böse aus. Dann nehmen die wir sehen aus wie der böse Bruder aus der Nachbarschaft. Genau, dann nehmen wir, was die jetzt alle drei für verschiedene Sachen Symbole haben. Keine Schwarz Ahnung. Und rot. Schwarz und rot ist böse. So, weiter. Jetzt können wir uns hier den Server auswählen. Auf welchen möchten wir denn gerne raufgehen? Ja, gute Frage, nächste Frage. Ja, hast du deinen Charakter ausgewählt, Herr Odin? Ich hab ja jetzt hier nur irgendeinen Charakter, der steht hier vorne gleich und die Charakterauswahl kommt doch danach erst. Ja eben, jetzt musst du erstmal weiter drücken und jetzt kommst du in die Serverauswahl. Genau. Und welchen nehmen wir denn da? Also die Höhe der Bevölkerung scheint zu sein, wie viele Leute drauf sind. Ja, ich würde sagen, das steht ja EU Mittel, nehmen, oder? Gibt ja Mittel, hoch, sehr hoch. Wenn genau, was sehen. Nehmen wir denn? Nehmen wir, was wollen wir denn? EU oder was? Ja, EU auf jeden Fall, ja. Europa gibt's ja noch aus... Na, weißt schon. USA. Ja, eigentlich ist das... Ich würde mittlere nehmen, oder? Ja, die sind ja eigentlich alle mittlere. Ja. Fast alle. Außer den letzten beiden. Ja, dann Mallory, oder? Okay, nehmen wir Mallory. Nehmen wir gleich das erste oben. Okay. Ja. Weiter. So, jetzt kann man sich wieder an die Personen erstellen. Ich bin natürlich. Hat nicht viele Optionen. Also, was denn nur? Vier Gesichter. Ja, vier. Oder kannst du aber auch ein Mädchen. Und vier männliche und vier weibliche. Und ein Türke. Okay, ich nehme den Weißen. Die sind alle irgendwie. Weil ich heiße ja nicht Alpha. Hier ist ja ein Japaner dabei. So, wenn man dann auf Fertig klickt, wird man auch gleich in den Server reingekickt. So ein bisschen angespielt habe ich es jetzt schon mal, aber... Name? Jetzt kommt hier Beschreibung. Die werden hier abgeworfen. Ja, Odin, du musst ja nicht das reinschreiben, so wie du immer dich selber nennst. Das finde ich jetzt schon mal geil gemacht. Man wird auf diesen Planeten abgeworfen in so einer komischen, geilen Kapsel. Das finde ich absolut geil gemacht. Bam. So, Leute, jetzt schaut euch das an und das ist Free-to-Play. Also ich finde es Wahnsinn. Für ein Free-to-Play, Wahnsinn. Odin, bist du schon im Spiel drin oder lädt er noch? Meine Kapsel. Das kannst du Escape drücken, kannst du abbrechen. Genau. Aber ich merke gerade, weil ich werde jetzt mal ganz kurz nochmal Einstellung noch ein bisschen leiser drehen, die Audio, weil das ist wirklich verdammt laut. Also echt, wir haben das Spiel angeschaltet und sonst hat es erstmal das Gehör zerberstet. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. So, also jetzt sind wir hier, wie ihr seht, gibt es auch Fahrzeuge, aber die Fahrzeuge, die kann man sich nicht einfach nehmen. Hier. Dann sagt das nämlich, nicht mein Fahrzeug, was jetzt auch ganz komisch ist. Man hat die Fahrzeuge dann selbst. Wo ist jetzt der Crazy Freak? Odin Ase ist dem Trupp beigetreten. Jo, jetzt muss ich euch erstmal... Ah, Crazy Freak ist da hinten. Okay, warte mal, ich komme mal zu dir gerannt. Audio. Du sitzt in einem Auto? Hä? Du hast ein Auto, du hast hier... Ach nee, das ist deine Kapsel. Crazy Freaks Kapsel. Ja, richtig. Und da drin ist jetzt... Bist du noch gar nicht ausgestiegen? Doch, hier unten ist er. Hallo, Wo bist du? Ja, genau, da unten, warte. Genau, da bin ich. Ich bin irgendwo anders hier gerade. Warte mal. Also, hier ist jetzt Crazy Freak und ich. Jetzt müssen wir mal hier die Landkarte absuchen. Oh, ich bin tot. Odin Ase ist da hinten, da. Wie siehst du denn bitte? Ja, durch den. Oh, da oben auf dem Felsen. Oh. Auf dem Berg, okay. Der war gut. Jetzt wollte ich nochmal schauen, ob es hier vielleicht irgendwie noch so eine. Das ist so eine Art Battlefield. Man muss eindringen, dieses Ding. Oder was heißt Battlefield? Man hat seine Gruppe. Hier unten kann man dann noch auswählen: Scharfschütze, also Spion, leichte Angriffseinheit, Sanitäter, Ingenieur und dann noch schwere Waffen.
Und ja, dann kann man sich hier noch seine Orte wie bei Battlefield auch und dann muss man dann halt die Terrains einnehmen. Zurzeit sieht es ganz gut für uns aus. Rot jetzt sind bin wir. Ich in irgendeiner Station. In welcher Station? Wie hießen die Stationen? Keine Ahnung. Na toll. Ich gehe jetzt einfach mal aber warte mal, hier kann man doch Freunde. Hier Freunde. Freund hinzufügen. Folge E. Bist du mit Unterstrich? Nee. Mit KI. Ich hab, also, links mein Charakter habe ich Crazy Freak genannt. Okay. Zack, jetzt hier meine. Hast du jetzt eine Anfrage? Frage? Hast du eine Anfrage? Ja, ich? Nein, was? Crazy Freak. Ach, du hast alles groß geschrieben. Nein! Achso. Crazy, dann groß. So Freak halt, wie immer. Und bei. Und Odin heißt Odinase. Okay. Odinase. Da ist eine Kapsel. Ich hab dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Oh, was? Wie? Wo kann ich nicht sehen und wo nehme ich nicht an? So. Ja, frage ich mich auch gerade. Da gehst du auf Escape. Escape? Ja. Escape. Und dann gehst du unten auf Kontakte. Ah, da blinkt was bei mir. Und auf Freunde. Ah, da blinkt was, ja, genau. Benachrichtigung. Hä? Ja, genau, da kannst du sein, dass da drin steht. Akzeptieren. Zack, Crazy Freak hat deine Freundschaftsanfrage angenommen. Du weißt trotzdem noch nicht, wo du bist. Ja, gut. Und jetzt können wir uns bestimmt aber auch besser finden. Und zwar... gibt ein Tag ein Kartentutorial. Ah, ist egal. Ich komme jetzt einfach mal hier hin, ich denke mal... hier hast du deine riesen Karte. Ach, genau, hier bist du, Crazy Freak, ich hab dich. Gut, wie, wo? Ja. Ich stehe genau neben dir. Mach keinen Mist. Hä? Wo rennst du hin? Ich stehe hier. Ach nee, das bist du ja gar nicht. Warte mal, ich komm zu dir. Ich dachte, das bist du, dabei bist du es gar nicht. Moment. Au, hier ist jemand in unserer Basis. Au. Ja, du Arschloch. Mal. Happen. Au. Ich will nicht, dass ich abgeschalten werde. Ich bin auch in der Basis. Oli, ja. Wo bleibst du? Ich bin hier. Hier, klasse. Ja, da wo es schießt. Au. Ja, bei uns schießt es auch. Juckt bei uns schießt es auch. Ich bin irgendwo lang gelaufen, jetzt bin ich hier irgendwo. Jetzt bin ich hier irgendwo. Du bist ja geil. Ich will zu booten. Ich stopp. Aber bei uns man kann hier aber auch einen Trupp zusammenstellen. Ein Team zusammenstellen. Und zwar, stell dich jetzt mal, welchen Namen soll das Team tragen? Gamers. Check. / LP. Checkers. Geht gar nicht. Mach ich halt GC. Wo schießen die denn? Ich sehe da überhaupt keinen, der schießt. GCLP. So. Erstellen. Akzeptieren. Mitglieder. Oh. Zu den Mitgliedern. Wie kann ich denn jetzt hier wieder Mitglieder einfügen? Ins Team einladen. Ich sehe, dass die schießen, aber ich sehe keinen Schwanz. Crazy Freak. Einrichtung verloren. Und Odin-Nase. So, jetzt müsst ihr noch mal in eure Nachrichten reingucken, denn ich denke mir mal... bin ich gestorben. Ich denke mir mal, ich habe euch jetzt wieder so eine Nachricht geschickt. Selbstmord, hör auf, dich Hallo. Selbst zu töten. Ja, ich habe es mitgekriegt. Genau, Odin-Nase ist da. Achso, geht nicht. Ich bin schon wieder tot. Du bist bin auch da. Der Odin ist der Officer. Und du bist auch der Officer, komm. So. Ja, ich bin Officer. So. Und jetzt in so einem komischen Raum. Und jetzt könnte man normalerweise, kannst du dich jetzt hier zu deinem Trupp einladen. Oh, die also, ballern du... ja hier. Ja, Odin, du sollst nicht mich töten, das ist nicht Sinn und Zweck. Deswegen wollte ich aber machen, weil du hast mich bei Max Payne letztes Mal geknallt. Ja, das ist also nur ein Zweck gewesen. Okay, keine Ahnung. Hier gibt es noch viele andere Sachen, wie im Moment. Ja, egal. Ich denke mal, weil wir jetzt ein Trupp sind, haben wir so einen eigenen Raum. Weißt Nein. Du? Das ist hier die Einsatzzentrale, da bin ich vorhin auch hier gelandet. Ich mache jetzt auch nicht, bei mir sah das anders aus. Einsatzzentrale, seid ihr noch in der Einsatzzentrale? Ja. Ja, ich sehe euch. Tschüss. Oh, warte, ich komme rum, warte. Wo
Wo ist denn der Onkel? Da ist der Onkel. Hallo. Ich bin durch den Onkel durchgelaufen. Jo. Aber ich merke gerade, meine Frames-Zahl, ne? Spackt hier übelst ab bei dem Spiel. Und der kann nicht fliegen hier. Ich sollte vielleicht mal kurz für diese Aufnahme. Ja, ich versuche mir ja gerade so hinzustellen. Mal die Grafik auf. Ja. Ich stehe jetzt genau vor dir. Ja, ich stehe schon. Volle Pulle. Auf Mittel zu machen. Wieso Mittel? Ich habe auf Standard gelassen. Jetzt. Nee, es geht ja drum, weil dann der Aufnahme ruckelt. So, dann wollen wir mal eingreifen, würde ich sagen. Ja, versuchen. Hier raus? Hui! Ich denke mal durch das Portal hier hinten. Wir sind jetzt kannst nach runter. Unten. Nee, du kannst hier runter, da ist so ein Männlein-Zeichen auf dem... Ich weiß ja nicht, wo ihr lang gelaufen seid. Doch, wir sind runter. Da ist so ein gelbes Ding, genau. Hui! Cool. So, jetzt müssen wir irgendwie... Ich weiß nicht, wie das hier mit den Fahrzeugen... Auf jeden Fall hat jeder seine eigenen Fahrzeuge. Und die kannst du dir dann wahrscheinlich mit der Zeit freischalten. Hier unten... Oh, was war denn das für ein Vieh? Alter. Hier unten ist auf jeden Fall irgendwas, was wir verteidigen sollen. Oh, es scheint ja keiner anzugreifen. So. Ist so richtig. Okay, dann brauchen wir das jetzt auch nicht zu verteidigen. Ja, dann greifen wir an, los. Ja eben, ich will ja mal gucken. Wir müssen zu irgendeiner Basis und die platt machen. Hier oben ist auf jeden Fall schon mal ein gegnerisches Räumschiff. Oh, ich fliege, glaube ich, oder? Ja. Wie kannst denn du fliegen? Ja, er hat doch dieselbe Figur wie du. Ich kann nicht fliegen. Leertaste. Geht bei mir nicht. Ja, du bist eine andere. Du bist eine andere Figur. Wir rennen hier rum. Wieso bin ich eine andere Figur? Weil du dir bestimmt eine andere ausgewählt hast. Nö. Eigentlich nicht. Jetzt habe ich hier so eine schöne, geile Panzerfaust und könnte jetzt eigentlich mal, aber es trefft den See nicht. Weil Odin hat ein Jetpack, du nicht. Ich habe keins, ne. Siehst du, du kannst auch nicht fliegen. Dafür habe ich aber eine Panzerfaust. Ich habe nicht mal wieder ausgewählt, ich habe einfach nur die Sicht ausgewählt. Mehr als also auf jeden Fall kommen wir, sind hier hinten rote Punkte, da gehen wir mal hin. Komm mal mit Odin. Hier hinten da. Das scheint die Basis. Genau. Wo es nicht glatt ist, kannst du rennen, mein Guter. Ich kann auch fliehen, so. Nee. Okay, das ist dann doch irgendwie falsch. Hier gibt's bloß Waffen und so ein Zeug. Wie ich das sehe. Oh. Waffen ist gut. Ja, aber. Bist du, bleibst du? Ja. Ich bin hinter dir. Auf jeden Fall muss ich schon sagen, für Free-to-Play ist das grafisch der Wahnsinn. Auf jeden Fall. Gehen wir hier rein, mal gucken, was hier alles so Schönes gibt. Mal gucken, was hier alles so Schönes gibt. So. Ist keine Ahnung. Irgendein Waffenlager oder irgendwelchen Scheiß. Aber ich sehe jetzt, wenn ich hier drinne bin, die... Ah, hier draußen. Was bist du jetzt? Bin hier raus. Jetzt stehe ich hier gerade vor einem Stümpel. Ich gehe gerade zu so einem anderen Gebäude. Ja, ich weiß, ich komme schon daher. Ja. Udi, ich würde mich zu hoch springen, weil da zieht dir Energie ab, wenn du landest, ne? Ja, nur so am Rande erwähnt. Okay, also wie ihr jetzt hier sicherlich seht, die Map, die ist riesengroß. Einrichtung erobert. Westfall Overlock. Oh. Udi, du sollst nicht auf das Ding schießen. Ich kann da was. Keine Ahnung. Elsa Tech Plant wird irgendwie gerade erobert. Okay, aber das Problem ist, dass ich bin keine Gegner. Hier hinten schießt. Wer shootet hier? Oh, da explodiert was. Da will ich hin. Okay. Wie gesagt, das sieht voll lustig aus, wenn Odin fliegt. Das sieht zu hart aus. Aber ich kann mir mal vorstellen, wir entfernen uns jetzt ganz schön vom Kampfgebiet. Aber okay. Ja, da hinten ist nichts, Odin. Ich weiß nicht, was du da willst. Da habe ich was explodieren sehen. Ja, und da ist aber nichts. Guck mal links auf die Map, da ist nichts. Da läuft Feier. Aber irgendwas. Irgendein Kuna Nusa, da will ich hin. Wo kann man hier eine Map sehen? Mit M? Yeah, ja, mit M. Dann musst du das Tutorial sagen. Machst du unten Haken? Dann hast du die große Karte. Hier aber nicht wirklich Gegner auf der Karte. Okay, wo sind wir jetzt? Nee, das ist ja Terrain gebunden. Also du tust ja ein Terrain damit einnehmen, was du da auch machst. Ach du Scheiße, ey. Ach du Kackwurst, ey.
Ewig laschen, ey. Ich will mal hier abknallen. Einsatz, da unten ist Einsatz. Ja, aber da laufen wir jetzt also in die falsche Richtung. Ja, eben. Eine Rede. Ich suche dahin, wo ich Namen sehe. Ja, das sind blaue Namen. Und die läuft doch noch immer hinterher. Ja, wo wollen wir jetzt hin? Ja, eigentlich in der Richtung ist auch was. Können wir eigentlich auch mal hinlaufen. Da oben fliegt was. Da oben fliegt was. Ja, aber das sind keine Gegner, das sind Freunde. Egal, ich schieß doch zum Druck. Oder sind das Freunde? Ist es nicht. Weil eigentlich sind wir ja rot. Ja, ich bin grün. Bei mir ist alles grün. Ja. Achso, also sind die grünen, aber weil hier blaue Schrift, weil das sind doch dann bestimmt verschiedene Ja, sind ja drei. Da kommt schon wieder so ein Ding angeflogen. Ja, aber ob die jetzt Feinde sind direkt, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Die sind blau. Ich glaube, dass unsere Fahrzeuge blau sind und unsere Spieler grün. Ich schieß trotzdem drauf. Und hier stehen zwei Fahrzeuge. Nö, bringt nichts. Die schon ziemlich im Arsch sind. Sieht keine Energie ab. Odin, das fliegende Etwas. Auf jeden Fall finde ich diese Map wahnsinnig groß. Ja. Wahnsinnig groß ist gut. Also Battlefield ist dagegen klein, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten. Ja, die Grafik ist natürlich anders. Ja, also ich finde es für ein Free-to-Play absolut Wahnsinn. Das Ding hier. Definitiv. Definitiv. So eine Kapsel, aber irgendwie ist die kaputt. Seht ihr eigentlich da? Ach, hier auf Seite, ja. Crazy. Hier ist eine Kapsel. Das ist eine Kapsel. Kuckuck. Ja, pass auf, ich glaube, jetzt kommen wir uns gegnerisch. Ach, guck mal, das ist auch unser Gebiet. Verdammt. Ne, das ist doch blau. Nee, guck doch, das ist unser Gebiet. Da hängt unsere Flagge oben dran. Siehst du es? Klasse. Eine Kapsel steht direkt in unserem Haus. Was soll denn das? Nein, haben wir hier kein Auto? Autos wird es hier sowieso nicht geben, wenn dann Panzer. Was ist denn das? Panzer ist mir scheißegal. Was ist mit der Kapsel, die Leute. Doch, hier gibt's auch. Mit der Kapsel, die wollte landen und ist irgendwie doch im Landeanflug. Gegner! Oh! Happen. Hier, das muss man einnehmen. Seid denn hier? Seid ihr hier die? Das muss man einnehmen, hier muss man bestimmt einfach stehen bleiben. Und bewachen. Oder? Ja. So. Kam eben irgendwas. Hatte 4 von 6. Ne, wir brauchen noch 2 Männer. Wir brauchen noch 2 Männer. Weil wir sind nur zu viert hier. Na, klasse. Deshalb aber der hat doch 4 hoch. Von 6. Jetzt Einrichtung jetzt, verteidigt. Einrichtung erfolgreich verteidigt. Ist aber noch rot. Ja, ja, Moment. Ist bestimmt wie bei Bitterfeld, dass man hier alles ein bisschen Bitterfeld? Länger. Bitterfeld? Ich würde sagen, ey, Bitterfeld. nö, da passiert aber nichts mehr. Muss es aber. Ich gehe dahin, wo ich ein Pistolensymbol habe auf der Landkarte, hier gerade bei mir vor mir. Seid denn hier hin? Da ist Odin. Der fliegt da rum. Der haut wieder ab von allem. Ja, hier steht ja ein Pistolensymbol, hier will ich drin. Pistolensymbol heißt, das ist ein Waffenlager. Denken wir mal. Große. Coole Sache. Da ist der Onkel. Odin ist da runter. Der hat sich hier runter gemacht. Auf jeden Fall, hier ist schon ein bisschen was los. Ja, und was gibt's jetzt hier, Odin? Ich will gerade meine Waffen aus. Ja, das ist das Waffenlager, habe ich doch gesagt. Das ist doch geil. Gibt's auch. Ach, kann man sich jetzt hier... Ja, ja. Cool. Du kannst aber jetzt nicht wirklich... Oh, hier kannst du deine Klassen auch auswählen, was du sein willst. Spion oder so. Das kannst du auch so, wenn du neu respawnst. Also man kann sich dann... Das ist cool. Ich kann aber jetzt nicht wirklich was ändern hier. Aber ich bleib bei schwerer. Ja, Loser. Boah. Wie bist denn du der geworden? Der ist ja ein... Was? Der da? Ach, hier, die Max-Einheit. Ist ja geil. Der hat einen Granatwerfer
Und ein normales MG, Alter. Dafür kann der aber nicht rennen. Geschweige denn fliegen. Ja. Mit dem sind wir vielleicht was geschützter. Alter, was kommst du denn hier? Das war ekelhaft. So, Ju. Hier steht wieder ein Auto. Einrichtung erobert. Warte mal, gucken, ob ich... der ist ein bisschen schwerfällig hier, ne? Na, der rennt auch. Ja, ich bin drinne. Warte, wie, du bist drinne? Wie, du bist drinne? Warte, ich komm auch hin. Hier, ich... Warte, jetzt fährt der weg, der Vogel. Ich fahr nicht. Ja, komm. Wir sind ein bisschen schwerfällig, ja? Hoppa, alle rein hier. Ich bin... Oh, ich sitze aber nur so da. Ah, ich kann schießen. Ich auch. Ja, dann fahren wir uns mal irgendwo hin, wo es sinnvoll ist. Ja, wir fahren nicht, da fährt irgendein anderer. Oh, du sitzt doch am Geschütz. Ich bin am Geschütz. Und Crazy wahrscheinlich auch. Und ich... Ja, ich bin vorne und Odin hat das andere Geschütz. Und ich sitze hier mittendrin, siehst du mich? Du bist ja unten, wir sind ja oben auf dem Dach. Na, ich bin hier auch auf dem Dach. Hä? Ich bin hier zwischendrin. Nö. Du guckst mich jetzt genau an. Crazy, du guckst mich jetzt gerade genau an. Ich gucke jetzt genau in den... Ich sehe Crazy nicht, ich sehe nur die Maschine. Ja, ich schaue jetzt gerade in dein Maschinengewehr vorne in die Löcher rein. Und das Ding nicht schneller fahren, gib mal Gummi. Also wie ihr seht, es gibt dann auch hier schöne Fahrzeuge, die man wieder schön bemannen kann. Ich glaube, hier ist was zum Ballern. Ich schieß einfach mal. Ich schieß doch lieber mal was Sinnvolles ab. Ach, real. Das sind ja keine Gegner hier. Einrichtung erobert. Los. Es ist schon ein bisschen langweilig gerade. So ohne Gegner? Das ist das Problem, dass die Map so riesig groß ist. Da muss man erstmal die Gegner finden. Ich glaube aber, der Typ, der kennt sich... Nein, das ist unser. Das ist unser, Odin. Die okay, Gegner sind rot. Das ist unser. Wenn da so ein Kreis mit einem Strich durch ist, das heißt, Alter, nicht drauf schießen, das ist unser Kollege. Ich schieß gerade jetzt den anderen ab. Ah, ich hab mal erwischt. Die Drecksau. Ah, der ist abgestürzt. Der freut. Ich weiß nicht, wo der hinfährt, aber lassen wir hier fahren. Feindliche Basis, die nur zu halb erobert wurde oder so. Ich glaube, hier wird es ein bisschen haariger werden. Aber hier ist auch schon alles kaputt. Wo fährt denn der hin? Hallo? Kuckuck? Hallo? Der ist abgehauen. Der steckt gerade aus. Du Sack, du, schieß dich ab! Das ist doch nicht auf unser eigenes Wohl. Du hast auf Verbündeten geschossen. Sei in Zukunft etwas vorsichtiger. Ja. Steige ich halt wieder aus, wenn der nicht will. Dann schauen wir uns mal hier um. Irgendwas muss er hier drin. Ich glaube hier vorne. Ja. Ich will die ganze Zeit nachladen. Ja, dann würde ich mal R drücken. R, das ist das neben E. Der hat aber trotzdem geschossen. Ja, aber nicht mit der rechten Maustaste. Hier schießt doch jener. Ja, das bin ich. Mit der rechten Maustaste, ja. Hast du Granatwerfer, da hast du nur zwei Schuss. Da musst du nachladen. Oh. Oder lässt ihn selber nachladen. Oh, hier ist ein Panzer. Ey, komm, wir steigen Panzer ein. Das wird nicht funktionieren. Nee, den kannst du nicht benutzen. Also hier drüben ist zum Beispiel... Warte mal, wo hab ich das gerade gesehen? Scheiße, ich wollte in den Panzer einsteigen. Oh, wir kommen hinterher hier. Hinter Onkel hinterher. Oh. Ja. Ja, drüben ist irgendwas anders farbiges. Kann man hier wenigstens rennen, lieber? Doch, ja, mit dem. Ja, mit Großschreibentasten, wie heißt denn? Shift. Shift, nee, ja, mit Shift. Ist nicht besonders schnell, weil wir so eine schwere Rüstung haben. Aber irgendwie will ich zu diesem einen, was die Gegner da verteidigen müssen. Da gehen wir mal hin. Das müsste ja eigentlich gleich hier sein, ne? Wir sind ja jetzt irgendwo hingefahren. Hier brennt was in der Luft. Guck mal, hier brennt ja, die Luft. Schön.
Hier brennt die Luft. Da brennt die Luft. Boah, Alter, haben die eine Macke. Ach, das bist du. Ja. Ja, guck mal, jetzt sind wir hier. Guck mal zurück. Guck mal nach hinten, dann siehst du mir nicht jedes rote Teil da. Ja, ich sehe schon. Aber hier unten, das hat irgendwie eine andere Farbe, da möchte ich mal hin. Vielleicht kann man das, irgendwie einnehmen. Weil eines rot, blau und so schwarz. Weil das scheint nämlich eine Basis von den anderen zu sein. Ja, da ist aber unser Ding dran, das haben wir wohl eingenommen schon. Immer alle platt. Also hier sehe ich alles lila. Ich verstehe das jetzt hier bloß nicht so ganz. Oh! Hey! Komm zu schießen! Krass! Du hast mit F. Drück mal F. Ah, cool. Dauerrennen. Nee, das ist so ein RAM-Modus. Das ist RAM. Ja, das ist jetzt aber weg. Achso, das lädt sich unten wieder einmal auf. Nee, das lädt sich unten gerade wieder auf, unten rechts. So? Keine Ahnung. Oh, ja, dann kommen wir mal Gegner, ich will ja. Ich weiß ja nicht, wo hier das Feld ist, wo wir hin müssen. Sieht ich. Oh, wo sind wir? Ich glaube, wir sind ja, ich meine, auf der Karte meine ich. Ich glaube, wir sind im Arsch der Welt, verloren. Oder? Ich weiß nicht, wo wir sind. Eine Richtung erobert. Kann man sich eigentlich zu dem Einsatz auch hinbeamen? Jo, ja, geht. Wie? Mal zu dem Einsatz und dann hinbeamen halt. Ja, wie denn? Wo ist denn der Einsatz? Musst du draufklicken? Oben links, ne? Nee, oben links. Den hab ich genommen. Also Fire Escape oder was? Bei auf M drücken, M. Die Karte. Und dann gehst du oben auf Fire Amp Station. Drückst du linke. Ist denn oben links? Ist ein Einsatz? Ich sehe ja keinen. Also ich bin gerade Da ist der Einsatz. Was denn jetzt? So. Ich jetzt den Wohnmusiken da drücken. Ja, du sollst einfach auf Einsatz klicken. Aber ich glaube, da bin ich jetzt gar nicht, oder? Bin ich da jetzt? Keine Ahnung. Ach, bist du jetzt gerade hier? Ah, da ist er ja. Bin ich jetzt da? Du stehst hier gerade vor mir. Jo. Odin, komm ran. Ja, was muss ich da drücken? Du musst erst bei unten das Häkchen, warte mal, du musst erst bei unten das Häkchen rausmachen bei Häkchen reinmachen bei Tutorial. Blablabla. Achso, hab ich? Ja, und dann kommst du auf die Karte und guckst mal auf die Karte, wo Einsatz ist. Links oben. Und dann klickst du einfach da drauf und dann läuft, glaube ich, 10 Sekunden läuft dann ab und dann bist du da. Ja, wo seid ihr jetzt? Links oben, wo Einsatz steht. Ach, da. Das müsste ja eigentlich hierher gebeamt werden. So, jetzt läuft hier ein paar Sekunden ab. Müsste ja eigentlich da hier stehen, oder? Mal gucken. Odin? Ja, das ist jetzt abgelaufen, jetzt passiert aber nichts. Ne, dann drück mal Escape. Odin. Okay. Ich bin immer noch auf dem Dach. Hast du aber aufs Falsche geklickt. Nee, warte mal, wir stehen doch hier auch, da ist doch auch auf dem Dach. Nee, dann hat es nicht geklappt. Er hat aufs Falsche geklickt, an den falschen Einsatz. Nee, wir sind doch auch bei dem Einsatz. Hier, wenn du hier aufs Dach gehst, steht der Odin hier oben. Ja. Haben wir jetzt uns da eingebeamt, wo wir vorher schon waren? Guck hier, ich stehe jetzt gerade hinter Odin. Oder vor Odin, neben Odin. Also, das hat nicht so ganz geklappt, oder? Oh, du kannst ja Fahrzeuge kurven, Alter. Ich will hier unten zu diesem Einsatz, so. So, drücke ich M. Einsatz? Da sind wir. Jetzt bin ich unten bei Old Shore Checkpoint, will ich jetzt hier mal ganz kurz. So. Hey. Hallo? Sind wir da oder sind wir da nicht? Keine Ahnung. So, ja. Einsatz. Hab ich Geld? Ich hab ja Geld. Ich bin immer noch hier. Ach, jetzt wird es bloß auf der Karte gezeigt, oder? Nee. Ah, jetzt lädt er bei mir. Da habe ich einen Ladebalken.
Echt, wie hast du denn das gemacht? Und jetzt hat er mich neu gespawnt. Ich hab da drauf geklickt. Unten bei Old Shore Checkpoint. Nee, auf Einsatz habe ich geklickt. Ja, unten bei Old Shore Checkpoint oder oben links? Oben links. Achso, oh, jetzt bin ich beim Falschen. Ja, wo? Ich hab hier keinen Einsatz mehr. Ole! Hier geht Party ab. Ja, am Arsch. Ja, ich bin beim Falschen. Ich bin bei Old Shore. Aber warte, ich komm zu dir hoch. Ja, sag mir mal das Gebiet, welches. Oben links. Oben links, und zwar nennt sich das Friar Amp Station. Oh, verfügbar in 14 Minuten. Fuck. Was? Ja. Das dauert noch ein Stück. Jetzt seht ihr hier gerade Sekunden runter bei mir. Ach, jetzt springe ich hin. Alter, wie halten die aus? Alter! Der hat mich gerade einfach getötet. Ich hab 4 Granaten auf den geschmissen, das hat ihn gar nicht interessiert. Kann ich mir einen Respawn-Punkt aussuchen? Way Amp Station, oder wie hieß das Scheißding? Hieß das so? Guck schon, wa? Mhm. Ja, da kannst du gleich direkt respawnen. Da ist in der Nähe ein Respawn-Punkt. Warte, da komme ich hin, bleib dort stehen. Ja, da bin ich auch gerade. Juhu? Geh nicht. Ja. So. Warte, ich gehe dorthin. Da ist ja direkt. Bei der 12 oder bei der 7? Gute Frage, war direkt rechts daneben. Ne, bei der 12 nicht. Ach, hier, bei. Ja, ich hab dich erledigt, du Loser! Im roten Bereich. Wie nennt sich der Punkt? Der hat mir von hinten die Drecksau. Du gute Arsch. Frage. Das ist Aurora Materials Lab. Da ist das in dem Bereich und da. Ah, stopp, warte. Bleib mal dort stehen. Ich stehe ja schon. Ich warte schon die ganze Zeit. Okay. Bist du jetzt hier auch in dem Ding drin? Ja. Sehr. Ja, in welchem Ding bist du drin? Ich bin nämlich gerade in der Waffenstation. Ja, ich auch. Ich mach gerade mal hier meine Max-Einheit wieder. Aber die kostet, ne? Oh, kann ich nicht. Muss ich 7 Minuten warten. Ja, ich sehe dich aber nicht. Oh. Warte mal, muss mal gucken. Oh. Geh mal aufs Dach. Jung, ich hab mich hochgebeamt. Wo ist hier eine Granate? Bist du jetzt in der großen Station oder wo bist denn du? Ja, und ich fliege. Eine Richtung verloren, scheiße! Oh! Hier ist ein Scharfschütze, leck mich! Ui! Ein Schuss, tot! Bin hier leider andauernd, aber mehr auch nicht. So. Ich schieß da vorhin mit 4 Granaten auf den, hat ihn gar nicht interessiert und der schießt einmal und bin tot. Ich bin echt gerade überfragt, wo du bist. Gestorben. Wenn du genau wissen willst. Oh, du schießt der Assi auf mich? Du bist jetzt, und bin jetzt gelandet. Jetzt hat er mich irgendwo abgesetzt. Ich bin wieder ganz woanders. Nö, bist jetzt bei mir. Echo Volley. Du bist bei mir. Substation. Du bist bei mir. Und bei Odin. Odin ist auch hier. Ach, Odin ist auch hier. Ja. Hier, da. Ach, hier. Boah. So. Beweg dich doch mal. Ich guck grad was. Lass ihn doch mal. Nein. Guck grad hier unter Waffenstation. Da gucken. Gucken ist viel langweiler. Schießen! Du bist ja immer so der Rambo, also komm jetzt mal. Okay, vielleicht kommen wir jetzt zu einem anderen Einsatz. Kann man jetzt zu einem Einsatz hüpfen? Halt, ich würde gerne der andere sein. Ich würde gerne der andere sein.
Warte mal, ich würde gerne bei dieser Schwere. Ihr Freepoint Abo. So. Hallo, warte doch erstmal. Warte mal, wo? Okay, also. Wir sind draußen. Wo wollen wir hin? Ja. Wo wollen wir Einsatz. Hin? Einsatz. Ja, zu welchen? Würdest du erst vorlesen? Keinen mehr. Ich habe zwei Einsätze auf der Karte. Oh. Einmal bei Freer Amp Station und einmal bei. Bei Freer Amp Station ist bei mir kein Einsatz. Das ist blau, da steht nichts mit Einsatz. Hä? Nein? Also bei mir ist da ein Einsatz. Bei mir steht nirgendwo was mit Einsatz. Ach so, nee, das ist so ein komischer so eine Explosion drumherum halt. Ja. Naja. Ist aber. Also, wohin? Ich war da zu früh am Ampo Station hier mal hin, oder was? Ja, das scheint ja dort was los zu sein. Bei feindlichen ja, 9, sich 9 Minuten. Ach, geht bei mir auch 9 mir. Minuten. Hm. Und unten das Gelbe? Feinde gesichtet. Hier können wir hin. Wo? Da, ach nee, auch 9 Minuten. Ach so, das ist zum Komplettbeamen. Also wir sind auf jeden Fall hier jetzt gerade. Ich sehe uns jetzt gerade mal. Wir sind total im feindlichen Gebiet, kann das sein? Ja, ist ja bloß rot, ne? Ach, wir sind doch rot, wir Idioten. Ja, und wir müssen zu blau. Ne, hier unten ist doch Direktion 1. Oh, du kannst sogar hier oben noch die Kontinente wechseln. Wo? Oben links. Ah, cool. Ah. Ja, wo gehen wir hin? Ja, weiß ich doch nicht. Ja, wo sind wir denn jetzt hin? Überhaupt auf welchem Kontinent? Ja, ach, wir sind Esima. Und da unten ist auch mein Pfeil. Da müsstest du den auch haben, ne? Genau. Ja, wie? Wo gehen wir hin? Zu... Wir können uns doch eh nichts hinbeamen. Nirgendwo hinbeamen. Es geht doch erst in 8 Minuten wieder. So. Ja, gut, dann gehen wir raus. Ach, und unten links kannst du dir es auch viel besser. Guck mal, hier unten links kannst du dir es auch viel besser. Kannst du dir aussuchen. Kannst du direkt aussuchen. Und Truppenführer, das wäre dann wahrscheinlich ich. Da kannst du dich zu mir beamen. Dann nirgendwo hingehen. Alle 8 Minuten? Ja, ich weiß. Ja. Du kannst aber auch mit dem Mausrad zoomen. Da können wir hier noch rochen, Alter. Alter, du kannst ja richtig ranzoomen, ist ja geil. Nee, wir können nicht rochen, weil wir mitten im Test sind, du Okay, da würde ich sagen, laufen wir mal wo. Boah, Alter, jetzt war klar, du kommst hier mit Laufen hier quer durch die Map, den kenne ich von DayZ. DayZ. Ja, treffen wir uns da. Wir sind ganz leicht zu finden. Wir sind doch zusammen. Achso, ja, wir sind ja schon zusammen. Achso, ja. Ach. Mann, ja, Entschuldigung, wird ja auch mal vergessen. Wenn wir jetzt hier nach links unten laufen, kommen wir zu so einem Einsatz. Ja, dann geh du mal vor, wir geben dir Deckung, soweit es geht. Komm, Odin. Odin! Ja? Hallo! Nicht stehen bleiben, hallo! Odin! Falsch! Oh. Ja, ich suche euch ja gerade. Falsch, hier, verdammt. Kundenglück. Ich suche euch auch. Ja, dreh dich mal um. Hallo. Ah. Kunde. Also wenn wir hier unten in die Richtung laufen, müssten wir eigentlich bei einem Einsatz rauskommen. Eigentlich. Schießt du auf mich? Ohne. Oh, Alter. Ich denke die ganze Zeit, was ist denn hier los? Ich hab mich fertig. Odin, das ist nicht so pralle, wenn du uns abschießt, ne? Kampfwerker, Scharfschützengewehr. Scharfschützengewehr bringt dir sehr wenig, würde ich mal sagen. Ja, mein Muskeltypen konnte ich gar nicht nehmen. Dann brauche ich immer den Scharfschützen hier oben. Ich komme, ich renne, ich tu rennen hier, ich bin gleich da. Moment. Du bist ja auch so ein schwuler Scharfschütze. Scheiße, jetzt ist hier das Dings weg. Was? Ich komme hier nicht mal hoch. Wir sind einfach hochgelaufen, weil du wieder falsch läufst. Wo willst du denn lang? Da musst du hin. Odin, falsch. Lauf mal um den Berg rum, rechts rum. Ja, genau so. Ja. Erstmal überhaupt, das ist doch nicht hier, ich sag. Ja, wir sind einfach gut. Odin kommt nicht hoch. Okay, hier drüben. Hier drüben ist auf jeden Fall gegnerische Dings. Falls ihr das nicht seht. Du meinst da hinten das große Teil?
Ja, das ist überall rot, das ist alles unser. Das ist blau. Und? Das ist doch oben blau. Bäm, erwischt. Ja, oben, aber überall unsere Kapseln. Und? Bäm, erwischt. Ihr bescheißt ja. Jetzt haben wir ihn weg. Geil. Ja, der hat aber Raketenwerfer. Könnt ihr mal noch schauen, ob ihr noch irgendwo Feinde findet? Oder du, zumindest Odin, meine ich. Ja, ich bin ja dabei. Onkel, du bist ja total die Pussy, Raketenwerfer. Damit, was soll ich denn sonst Maschinen aufschießen? Lass doch mal den Onkel in Ruhe, hallo? Nur weil du so einen kleinen Minischniedel hast und keinen Raketenwerfer hast, können wir ja nichts dafür. Halt den lang rüber weg. Könnte... Ist unser. Ja, wieso gehen wir nicht einfach dahin? Das ist ja so langweilig. Wieso hast du eigentlich... So? Wieso habt ihr ein Scharfschützengewehr, ein Raketenwerfer? Oh, da steht einer, weil steht einer, wo du eben hingeschossen hast. Na dann schießen ab, du hast ein Scharfschützengewehr. Ja, na so weit ranzoomen kann ich auch nicht. Ich gib's ja gerade Mühe, aber der Raketenwerfer, Scharfschützengewehr und Pistole. Du kannst hier... Warum denn? Du kannst doch hier verschiedene Dings auswählen. Sunny und so ein Scheiß. Und der hat halt das. Ist wieder ein Geschütz hier unten. Wenn ich hier wenigstens wüsste, wie man zoomen kann. Mausrad? Nee, da geht gleich raus, dann irgendwie komischerweise. Ja, da kommt nächste Waffe. Muss ja irgendwie gehen. Die bauen sich nicht. Ja, nicht gehen. Ach komm, wir gehen jetzt dahin, leck mich doch. Macht jetzt alle platt. Seid ja Weicheier. Oh, wir sind hier. Badabum, erwischt. Das sind doch unsere, Junge. Das ist mir egal. Der nicht, der ist nicht unser. Scheiße, ich hab keine Raketen mehr. Was noch einer? Jetzt achtet mal lieber auf unser vorderes Feld. Ja, weil jetzt gehen wir nämlich Richtung Basis. Ja, deshalb so aus der Entfernung, das ist ja pussyhaft, das ist ja. Ja, aber so spielt man solche Spiele manchmal. Ja, ich geh da direkt. Ja, da wirst du aber sehen, dass du gleich wieder dort liegst und nicht mehr weißt, wo wir sind. Ach, Nahkampf. Macht Odin auch immer, der macht auch immer hier. Ja, da nicht wahr. Guck nur an, er rennt doch schon wieder. Guck nur an, er hat's doch schon wieder eilig. Ich denk dran, du hast nur ein Scharfschützengewehr. Oh, scheiße, hier oben ist das Geschütz. Wie? Wo? Da oben ist Geschütz, das zielt genau auf uns. So. Okay, ich bin jetzt hier an der feindlichen Basis, wie es aussieht. Ich bin hinter dir. Falls da irgendwie Gegner kommen sollten. Hier, nee. Da brennt was. Ich will jetzt irgendwie zu der Basis dort kommen, oder? Einrichtung verloren. Wollen wir jetzt zu den großen Dingen oder zu B rinder? Was? Ich bin tot oder was? Ich bin tot. Boah. Ich hab oben mir auf die komische Teil konzentriert, hab da. Du stehst doch hier. Ist doch hier. Nee, ich bin tot. Nee, du. Nein, der ist tot. Nein, der ist tot, da ist noch ein Zeichen drüber. Komm zurück! Warum? Ja, ich komme ja schon. Okay, wollen wir jetzt in das große Gebäude oder links in das kleine Gebäude? Ich würde erstmal kleine nehmen. Das große wird ein bisschen schwieriger sein, würde ich mal so sagen. Okay. Ah, shit! Wo ist er? Also hätten wir doch lieber zum großen Gebäude. Irgendwo ein Scharfschütze. Ja. Wo? Das weiß ich doch nicht. Wo bist du jetzt rausgekommen, Odin? Ja, ich bin noch nirgendwo. Der ladet gerade. Dann sind wir gestorben. Eli Barracks bin ich irgendwie, keine Ahnung. Die kein Scharfschützen. Klingt ja, immer noch. Links unten. Klingt immer noch, ich geh jetzt ins große Gebäude und. Du lebst noch? Ja, ich lebe noch. Ich bin Rambo. Bin hier irgendwo, bin dann halt so da. Dann guck doch mal auf die Karte. Nee, ich sehe ne, ich hab'n Odin. Hallo, hinter dir. Ja. Oh, ach da. Guck. Ach du, oh. Nee, auch nicht, nur ich. Nee, oh, hier, so, snipermäßig. Jo. Ich nehm grad was ein. Ich hab Punkte gekriegt. 25 XP. Kann man sich jetzt nicht. Ach so.
Kann man sich jetzt dahin beamen? Noch 15 Sekunden, dann kann man dahin uns beamen. Wohin? Und zwar zu Friar Amp Station. Okay. Weiß ich ja Bescheid. 2, 1, los geht's! Machst du mit, Odin? Warte kurz. Friar Amp Station. Musst du auf Einsatz klicken. Und dann 10 Sekunden? Und dann müsste es ja eigentlich funktionieren, ne? Ja, eben ging's ja auch. Dann kam ein neuer Respawn und dann wirst du da per Kapsel dahin. Also diese Friar Amp Station. Ja. Ja, genau. Ich werde gerade hingekapselt. Der zählt hier gerade eine halbe Minute runter. Genau, halbe Minute? Halbe Minute. Und ich bin dort, ne? 10 Sekunden. Also ich bin auf jeden Fall dort. Ja. Ich hoch. Wusch. Bin auch okay, erstmal irgendwo verstecken. Das wird erstmal mein erstes sein. So. So, wo bist du? Also ich versuche gerade einen mit dem Scharfschützengewehr auszunocken, aber das ist mir zu schnell. Hier qualmt alles. Da wo ich hingehe, alles ist kaputt. Jetzt wisst ihr, wo der Onkel ist. Ich weiß nur, dass ich gerade tot bin. Oh, mach ja keinen Mist. Stirb? Wieso sterbt ihr? Oh, ich bin geschützt. Bah, geschützt, kann ich den nehmen? Okay, gut. Ich bin hier oben. Scheiße. Warum kann ich nicht? Die Schütz zieht auch nicht kaputt. Ja ich bin gleich da. Ja, ich lande hier gerade mit einer Kapsel. Ja. Nein. So, ich bin hier landet. Bomben da. Wo? Im Einsatzgebiet hier irgendwo. Ich bin gleich da, ich bin bei dir. Ach, Granaten hat man auch. Gut. Aua, au, ach Mann, hör doch mal auf. Au. Der ist da hinten. Ich bin schon wieder tot. Macht denn hier? Wo seid denn hier? Ich sterb nie und ihr sterbt immer. Ja, weil du dich irgendwo versteckst, wahrscheinlich. Ja, der Freak ist so ein scheiß Camper. Kannst du sagen, was du willst? Ich lauf hier rum die ganze Zeit. Ich spiele nicht mal so eine Schießspiele und ich weiß, was ein Camper ist. Ja, weil ich dir gesagt habe, was ein Camper ist. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich weiß es. Ich soll ein Camper sein und du versteckst dich da drinne. Ich bin ja nicht drin, ich bin draußen, du Vogel. Ich laufe um die Beule gerade rum. Boah, hier sind Panzer, ich rufe einen Panzer. Au, von wo schießen die denn? Ja, mich hat eben auch einer beschossen, aber. Die schießen von unserem Geschütz aus, von unserem Gebäude, sehe ich gerade. Da hinten ist auch einer. Da hinten ist der Sack. Da, oh. Hast du gesehen, Odin, da hinten, der Typ? Der war das. Ich bin tot. Genau, du kannst dich gleich neben dem Gebiet, kannst du dich respawnen, rechts daneben. Ja, erstmal bin ich tot. Ja, aber du kannst dich dort respawnen. Und jetzt zählt er erstmal eine Weile runter. Was? Na, so lange ist es jetzt auch nicht. Also normalerweise müssten wir jetzt alle hier gleich rauskommen. Ja, ich bin da. In irgendeiner Station. Ja, ich hoffe, du bist zur selben rein wie ich. Ja, ich hab diese Dings rechts genug. Rechts neben der Fire Aim Station. Ja. Bin in irgendeiner Station jetzt. Ja, warte, ich komm mal runter. Warte, vielleicht bist du hier in derselben Station. Aber ich sehe denn jetzt mein Team nicht? Du bist bestimmt in einer anderen Station. Oh, sehe viele. Das er. Die alle, aber kein Onkel, geschweige denn ein Odi. Auf, was schießt denn hier ständig auf mich? Irgendein Arsch. Ich verstehe das nicht. Doch, ich laufe jetzt wieder mit Rambo rum. Also mir hier ist jetzt zu hoch, also ich hab langsam schon echt keinen Bock, ey. Das ist mir gerade zu hoch hier. Ich würde mal gerne wissen, wo jetzt Dings gespawnt ist. Ganz ehrlich. Der jetzt hier auf dem Dach. Ach so. Das ist hier so eine Station, die ist mitten in der Wallerei. Onkel, wenn du F drückst, bist du unsichtbar mit dem Viech. S? F. F wie ficken. Ach so. Also, ich bin jetzt wieder der Rambo.
Ja, ich würde ja gerne mal meinen ändern. Jetzt kann ich ändern. Jetzt kann ich auch Glubberambo nehmen. Jetzt aufrüsten. 100 Punkte. Ich will den doch nicht aufrüsten! Oh, du sollst auf die Max-Einheit klicken. Ja, kostet... Achso. Ahnung. Nein. Geld. Nein. So, und jetzt? So, ich bin jetzt endlich bei dem Gebiet, wo ihr... Ah, ich bin dahin vorgerückt. Ist aber in der, am Arsch der Welt hier. Na, wenn du dich da nicht hinbeamst, daneben kann ich auch nichts machen. Kann ich nicht. Doch, gleich rechts daneben, wo wir waren. Da, ja, da bin ich doch. Wenn du da auf dem Dach stehst, sehe ich aber niemanden, ehrlich gesagt. Ich bin da bei 1. Du bist da bei 1? Ja. Na, hier sind mehrere Dinger, hier stehen mehrere Häuser. Also 1, 2, 3 und ein großes. Und ach, da hinten sind auch noch welche. Ach, ach, das ist eine ganze Basis hier. Also bist du doch dort. Warum wirst du mir dann nicht mehr angezeigt? Du bist die 7. Keine Ahnung. Hab ich ja gerade gesagt. Jetzt steht hier. Steht hier 12. Nicht mehr 1, es steht da 12. Hä? Ey, wo komm ich jetzt gerade? Ah, ich hab einen getötet. Wo bist du jetzt wieder bei dem Einsatz? Ich bin bei der Fryer, ja, bin ich hingelaufen. Kannst du schon gleich daneben. Ich kann meinen Max-Typen nicht mehr nehmen, da drück ich drauf. Ja, musst du kaufen. Kaufen wir nicht, besser. Ich hab das sowieso. Ja, mit 100 XP-Punkten. Ich hab da sowieso weniger. Du dich töten lässt? Ich laufe wie Odin gerade um dieses Gebäude rum. Versucht da irgendwie reinzukommen. Nee, ich bin drinnen. Du bist drin. Bin jetzt auch wieder da. Okay, ich bin jetzt dort. Bei dem Ding. Ich bin jetzt am Eingang, wow. Welcher? Hier sind viele. Da bist du nicht im selben wie ich. Bin jetzt eingelaufen. Ist er ja nicht so weit. Dann ist schwerfällig mit dem Typen hier. Komm hier gar nicht rein. Also ich sehe dich hier nirgendwo in der Umgebung. Ehrlich gesagt, du bist bestimmt woanders. Denke ich aber hoch. Ach. Zeigt er mir an, dass ich, pass auf, LEM Station, ganz unten. Ganz unten. Wo gehst du denn dahin? Ich hab da gesagt, oben bei dem Ding rechts daneben kannst du gleich wieder spawnen. Hab ich ja auch. Ja, bei allen geht's nur bei dir nicht. Rudi. Tja, das muss ich mir von dir oben anhören. Ja, anscheinend hat er mich woanders hingebeamt. Also ich laufe jetzt direkt bei denen in der Basis rum, ich hab gerade Angst. Angst. Ja. Total viel Angst. Jetzt. Aua! Kacke. Ich muss noch 6 Minuten warten, dann kann ich wieder dahin. Oh, von dort. Okay, also ich würde sagen, wir machen jetzt mal unser Fazit. Ja, das ist irgendwie. Wäre cool. Ja. Abmelden und dann sind wir auch wieder im Menü. Drückt mal alle Escape und alle mal oben rechts auf Abmelden. Okay, abmelden. Ja. Reicht jetzt so 100 Proof hier und dann. Ah, Rudi. Ja, sind wir wieder. Also, ich bin im Hauptmenü. Ja. Also, Fazit. Mein Fazit zu dem Spiel. Es ist, wie gesagt, so eine. Es ist sozusagen so eine Art Battlefield, aber. Ja, den würde ich nicht als Battlefield benennen. Nee, aber so eine Art Basen erobern und sowas. Bloß, ich finde die Map, die ist so riesig groß von diesem Spiel, dass man einfach nicht weiß, wo man hinlaufen soll. Und irgendwie ist alles, also ich.
Also es hat am Anfang schon Spaß gemacht, oder vielleicht kann man sich, wenn man sich da ein bisschen reinfitzt, das Spiel, denke ich mal, wird es vielleicht auch Spaß machen. Ich finde es einfach, ich weiß auch nicht, also mir so richtig gefallen tut es jetzt nicht. Also, was ist da eure Meinung? Ja, ich habe ungefähr dieselbe Meinung. Es stört mich halt irgendwie, dieses, das ist zu groß. Das ist zwar schön, dass das groß ist, aber dafür sind zu wenig Spieler da. Wenn genug Spieler da wären, wäre das vielleicht okay. Aber so ist das momentan total scheiße. Also, weiß ich nicht. Grafik sieht gut aus, Maps sind zwar schön groß, aber wie gesagt, dafür sind zu wenig Spieler da. Wenn mehr Spieler da wären, wäre das schöner. Oder umgekehrt halt. Kleinere Maps, weniger Spieler oder keine Ahnung. Für mich, weiß ich nicht. Ich glaube, für mich ist es nichts. Also... Vielleicht mit mehreren Leuten zusammen macht das vielleicht Spaß, aber so momentan ist das für mich zumindest scheiße. Jetzt ist der Odin dran. Ja, ist ein Schießspiel? Nein. Jetzt kommt der Schießspiel. Shooter. Ja, aber das, so an sich, die Map ist geil groß, so, dass du Panzer nehmen kannst und so, macht auch Spaß. Aber dass sie denn halt so ewig auseinandergezogen ist. Ich bin Schuss, ich bin tot, ich habe eine fette Rüstung an, jeder kommt und schießt einen Schuss. Hallo? Ist doch logisch. Ging mir aber auch so. Ein Schuss! Ein Schuss! Und ich habe eine Rüstung an, ich war ein Panzer. Ich war ein Panzer von einem, ich hab da eine Rüstung gehabt, das ist doch nicht wirklich. Also, an der Logik müssten sie echt noch arbeiten, weil wenn du eine Rüstung an hast, bist du geschützt. Nein. Geschützt! Oder etwas mehr geschützt. Aber nicht ein Schuss tot. Da brauche ich keine Rüstung, da brauche ich nicht ein fetter Typ langlaufen, der arschlahm ist, wenn ich denn den Schuss tot. Kannst du auch nackig rumlaufen? Da kann ich nackig rumlaufen. Genau. Und liebes Sony Online Entertainment, ändert das bitte, dass man gleich am Anfang die Lautstärke regeln ja, kann. Ja, das nervt ja voll. Ja, ey, das ist so brachial laut am Anfang. Und dann kannst, das ist auch so ein Negativpunkt. Man geht rein in das Spiel, zerdrückt es einen die Ohren, dann gehst du unten auf Einstellung, da ist nichts mit Audio. Da musst du erst deine Figur erstellen, musst auf den Server gehen, musst dich da rein, dann musst du noch so ein Gequalke von so einer Tusse am Anfang anhören. Das zersprengt dir noch mehr das Gehör. Also wenn da nicht das Trommelfell geplatzt ist, da auf jeden Fall. Ja. Und dann kannst du erst im Spiel dort kannst du die Audios leiser stellen. Aber wir haben was vergessen, wir wollten doch eine Benotung machen. Ja, das kommt ja jetzt noch. Ich würde sagen, jetzt machen wir unsere kleine Benotung. Also von mir, ich denke mir mal, aber das liegt vielleicht auch noch am Anfangsstadium von dem Spiel, weil es ist ja gerade erst rausgekommen. Denke ich mal, das liegt daran, dass es vielleicht noch nicht so bekannt ist oder was weiß ich. Naja, von mir. Mann, na, ich gebe eine 5 plus. Was? 5 plus? Ich wollte schon sagen 5 minus. Nee. Aber. Weil so schlecht ist es nicht. Ich denke mal, wenn du dich da reinfitzt oder. Ich sag mal, ich habe mit solchen Spielen. Ich denke mal, die werden nicht noch besser mit der Melodie und mit der Musik, dass die am Anfang so scheiße ist. Ja, so. Aber jetzt geht's. Ist ja neu. Aber mir gefällt dieses Spielprinzip schon allein nicht, über die riesen Maps zu laufen und dann. Und ich denke mal, das ist auch sehr viel. Ich habe jetzt noch gar nicht das Pay-System angeguckt. Ich denke mal, das ist wieder so ein Pay-to-Win-Spiel, wo du ja wirklich kaufen kannst und dann wirklich überlegen bist. Ja, du kannst sogar Premium-Mitglied werden. Ja, ich weiß, und da bist du bestimmt auch wieder überlegen gegen andere, gegen die normalen Spieler. Ja. Und irgendwie. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man Autos hat. Ich gebe mal eine 5 plus. So. Bei mir gibt's 5 minus, weil zu wenig Spieler und zu große Maps. Umgekehrt wäre es okay, aber so ist es scheiße. Von mir eine 5 minus. Odin? Ja. Was ist das Schlechteste? Und was ist das Beste? Beste ist 1 und Schlechteste ist? 6. 6. Schulnotensystem. Boah. Ja, ich will ohne 5 minus hier. Nicht nur, weil es ein Schießspiel ist. Will ich klar betonen. Sondern weil die Maps zu groß sind und zu wenig Spieler da sind. Das, obwohl nee, also, sich das also jetzt nee, auch wieder ändern mich, könnte. Mich nervt es nicht mal, dass die Maps so groß sind, nur dass man da immer laufen muss und dass man sich nicht beamen kann, wenn man will. Dann sollen sie uns wenigstens Fahrzeuge zur Verfügung stellen, wenn die Maps schon so groß sind, die man dann einfach nehmen kann und dann mal schneller hinziehen kann. Ja, dass irgendwie in der Basis meinetwegen immer Fahrzeuge da sind oder irgendwie richtig. So ein Ding. Alter, gib mir jetzt mal... irgendein Jeep oder sowas. Ja, ich denke mal, die kannst du dir auch holen irgendwie, weil ich habe ja vorhin das Auswahlmenü auch gehabt. Ja, wenn da so ein Point wäre, so wie das mit den Waffen, weißt du? Jetzt gib mir mal das Fahrzeug. Dann könnte man sich jederzeit ein neues Fahrzeug holen und könnte da hin donnern. Oder halt
und du hast den gesprengt, hast du Arschkarte, musst da jetzt 10 Minuten warten. Würde ich ja auch noch verstehen, wisst ihr? Oder das irgendwie, ist ja nicht das Problem. Oder irgendwie ein Jet oder sowas hinfliegen. Ja, ja. Weil da sind ja genug rumgeflogen. Hm. Die können ja auch. Also ich gehe jetzt mal vom reinen Spielspaß aus. Deswegen, also von, wenn ich jetzt die Grafik dazu rechne und Free-to-Play, ich meine, dann ist es schon eine bessere Benotung, aber ich gehe jetzt mal rein vom Dings aus. Nee, also... Ja, ich gehe auch vom Gameplay gehe ich ja aus. Also, es spielt sich, eigentlich spielt sich ja gut. Also es ist ja nicht, hat ja nichts mit der Steuerung zu tun. Die Steuerung ist ja gut. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist nicht mein Spiel. Andere werden jetzt bestimmt vielleicht meckern und sagen, ist doch geil, ist doch was Geiles hingezaubert. Also... Auf meiner Platte bleibt es auf jeden Fall nicht länger. Meiner auch nicht. So, von daher. So, liebe Leute, regt euch nicht zu sehr auf. Unsere Meinung, die könnt ihr nicht ändern. Unsere Meinung ist unsere. Und mit diesen Worten, mit diesen weisen Worten von Crazy Freak, unsere Meinung ist unsere. Verabschieden wir uns mal von dem Test und sehen uns bald wieder beim nächsten Test und sagen damit mal Tschüss. Tschüss.